Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fit und Vital in den Vormittag. Genau das wollen wir tun. Wir wollen uns fit machen für den Tag, also stabilisieren, durchbewegen, alle möglichen Gelenke, Faszien durchsaften, Gelenke schmieren, dann aber auch Muskeln stärken, die wir im Alltag benötigen und Muskeln stärken, die uns aufrichten. Also mach einfach mit und fühl dich hoffentlich so richtig wohl danach. Beginne in der hüftschmalen Position, ein Fuß ungefähr dazwischen Platz und lass deine Schultern nach hinten kreisen. Die Knie sind etwas durchlässig und die Schultern gehen ganz locker nach hinten. Den Atem fließen lassen, das ist wichtig. Nase ein, Mund aus, Sauerstoff aufnehmen, vielleicht kurz ein Fenster aufmachen, so ein bisschen Frischluft reinlassen. Etwas größer werden, deine Ellbogen zurücknehmen. Schultern, Schultergürtel, Brustwirbelsäule darfst du gleich mit in die Bewegung einbeziehen. Jetzt komm mit beiden Armen nach oben. Nimm mit der linken Hand deine rechte und beug dein rechtes Knie ab, mal aus, wechsel, andere Seite ausatmen. Immer im Wechsel ein Knie beugen, den Arm, die ganze Seite lang strecken, ausatmen. Dann langsam wieder zur Mitte zurückkommen, Handflächen, die Armgelenke so richtig oder die Handgelenke umbiegen, einatmen, Handflächen nach hinten, ausatmen, Rücken rund und jetzt nimmst du deine Hand, ballst sie zur Faust und machst dich so richtig rund. Atme ein, öffne, atme aus und mach dich rund und das darfst du in alle Richtungen tun. Also mal rechten Arm nach oben, mal linken Arm nach oben und dich richtig durchbewegen. Ein und aus. Schau mal, wo du es besonders angenehm empfindest, wo du dich noch öffnen möchtest, in welche Richtung. Und dann löst du deine Arme und lässt sie einfach nach rechts und nach links fallen. Locker. Und jetzt gehst du etwas weiter nach außen in die Grätsche und drehst auch deine Hüfte mit. Und versuch, einen Impuls aus deiner Körpermitte zu geben, dich rechts und links so richtig zu rotieren, locker fallen lassen. Und immer wieder an deine Größe denken. Hab am Scheitelpunkt jemanden, den du nach oben drückst in Richtung Himmel. Werde etwas kleiner, so dass du jetzt deine Füße ganz schließt, großen Zehen und die Fersen und dein Becken in der Mitte halten. Und bestimmt ist es jetzt schon wackelig. Schau mal, dass deine Knie immer nach vorne zeigen. Und jetzt zeichnest du mit den Armen eine liegende Acht. Nach innen, rechts und links, Knie gebeugt, Füße geschlossen, Körpermitte spüren. Klappt? Und diese Bewegung, die wird jetzt schneller. Schneller und liegend vorne. Und du machst die Bewegung einfach noch schneller. Ganz klein. Spür, was deine Körpermitte macht während der Bewegung. Letzten. Und halte hier, öffne die Arme. Nimm sie nochmal nach oben. Fass ruhig deine Ellbogen und jetzt kreist du mit deinem Rumpf. Nimm auch deinen Körper gern mit. Wenn es jetzt so wackelig ist, öffne die Beine etwas. Auch
die Richtung ändern, in die andere Richtung kreisen. Und dann langsam wieder zur Mitte zurück. Die Arme lösen, Schultern ganz locker nach hinten. Unten ziehen, nimm die Handflächen nach vorne, zieh die Schultern bewusst nach hinten. Und jetzt die Handflächen wieder zum Körper drehen und die Schultern bleiben hinten. Genau, so ist die richtige Position. Jetzt heb deine Vorderfüße, spann dein Gesäß an, öffne deine Vorderfüße und schließe sie wieder. Also immer nur diese Bewegung auf und zu. Die Bewegung kommt aus dem Hüftgelenk. Spür da mal rein, Gesäß anspannen und wieder zu. Anspannen und zu. Klappt. Auf, zu. Oben bleibst du aufgerichtet. Noch einmal, jetzt bleib geöffnet hier und versuche dein Steißbein in Richtung Boden runterzuschieben. Also beugen die Beine, ohne dass dein Becken hinterkippt. Lass dein Becken so, dass der obere Rand zurückkippt und richte dich auf. Nochmal beugen und schieb dich ausatmend hoch. Einatmen und ausatmen. Ein und wenn du jetzt tief gehst, nimmst du ganz entspannt deine Arme mit nach oben und ausdrückst dich nach oben weg. Nochmal beugen, Beckenboden aktivieren, beugen und strecken. Knie nach außen, mach mal weiter. Knie nach außen und Beckenboden aktiv. Schau, dass deine Knie wirklich Richtung Fußspitzen zeigen. Letzten Male. Und beim nächsten Mal bleibst du oben. Jetzt ziehst du dich auf die Fußspitzen. Schieb deine Fersen zueinander. Halte diese Spannung. Körperspannung. Es darf wackeln. Halten, halten, halten. Atmen und runterkommen. Vorderfüße wieder schließen. Kurzen Moment auslockern. Und dann setzt du dein Gesäß nach hinten unten und deine Arme führst du einfach vor, bis sie bei deinen Knien vorne ankommen. Schultern zurück, Rücken gerade, Gewicht hinten auf den Fersen. Jetzt kommen nochmal hoch. Spannung. Nochmal tief. Absetzen. Nochmal hoch. Und wenn du jetzt tief gehst, dann gehen deine Arme gleich neben die Ohren. Also komm tief, führ deine Daumen Richtung Decke, komm hoch und richte dich wieder auf. Komm tief und aufrichten. Tief, aufrichten. Schulterblätter küssen sich. Und jetzt, wenn du hier bist, bleibst du. Setz dich tief und schieb deine Arme kraftvoll nach vorne, Rückenstrecker, kraftvoll wieder zurück. Nochmal tief und zurückziehen. Wenn du möchtest, hebst du deine Fersen an und machst die Bewegung genauso weiter. Kraftvoll nach hinten, oberen Rücken spüren. Können aber auch unten bleiben, die Fersen. Noch 6, 5. Wenn du den Rückenstrecker spürst, ist es okay. Noch 3, 2. Halte und aufrichten. Locker. Füße öffnen, Hüftschmal.
locker nach vorne und hinten schwingen. Einfach beide Arme locker lassen, durchschwingen. Ganz entspannt. Über deinen Rücken. Nochmal. Letztes Mal und jetzt bleibst du oben, hältst hier, nimmst deine Arme zur Seite. Tu so, als würdest du dich festhalten und versuche mit einem Bein Beinschwünge zu machen. Halte dich rückfest oder vielleicht möchtest du auch probieren, die Balance zu halten. Wichtig ist, dass dein Bein locker schwingen kann. Jetzt halte das Bein hinten, stopp, sodass du hüftbreit oder hüftschmal geöffnet bist. Merk dir dein rechtes oder das Bein, das gerade geschwungen hat, das ist jetzt auch hinten. Und jetzt gehst du in eine Rundung, beugst deine Knie, die Ellbogen vorn zusammen. Und mit dem Einatmen öffnest du und jetzt öffne nochmal deine Handflächen nach hinten. Und nochmal aus, rund. Und nochmal ein. Das darf wackeln. Beugen und strecken. Löse dann auf, komm nach vorne, mach deinen Rücken einen Moment rund und dann nochmal gerade nach oben, Arme zur Seite, Schultern tief, anderes Bein schwingt. Aufrichten. Punkt fixieren irgendwo, dann fällt es dir leichter. Hinten halten und einen Ausfallschritt, hintere Ferse abheben. Jetzt rund werden, Ellbogen rein, öffnen und strecken. Nochmal rund. Mit deinem Tempo. Dann bist du noch mal rund, stützt dich auf, runden Rücken und jetzt bewegst du deinen Rücken in allen möglichen Richtungen und während du das machst, öffnest du deine Beine weiter und bewege dich durch, auch deine Beine rechts, links verlagern, so richtig genüsslich dich bewegen, aufrichten, verlagern. Und deine Arme schwingen jetzt nach rechts und links, ganz entspannt. Immer in deinem Tempo, deinen Rhythmus fallen lassen nach unten. Kleiner werden, in der Grätsche stehen bleiben, beide Arme nach oben, Schultern tief und jetzt versuchst du, dich nach unten zu setzen und zwar in einer großen Grätsche, die Knie wieder nach außen, Schultern sind tief, Arme, wenn du kannst, hier lassen, wenn es dir zu viel ist, stütz sie rück auf oder nimm sie hinter den Kopf, drück dich wieder hoch, nochmal tief. Drück dich wieder hoch. Kannst sie auch hierher nehmen. Mir ist nur wichtig, dass du aufrecht bleibst und deine Füße gleichmäßig belastest. Also wirklich auf Vorderfuß und auf der Ferse.
Und wenn das zu viel ist mit der weiten Grätsche, nimm die Füße einfach ein bisschen enger. Acht noch. So tief wie es für dich okay ist. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen und locker. Und jetzt locker dich aus und schüttel dich in allen möglichen Variationen. Du kannst auch die Arme nach oben schütteln. So richtig. Vielleicht auch wahrnehmen, wohin du dich gerne noch schütteln möchtest. Vielleicht auch die Beine. Dieses Rütteln und Schütteln aktiviert gleich Rezeptoren innerhalb deiner Faszienschichten. Du kannst auch so ein bisschen twisten, wenn dir danach ist. Leg ruhig Musik auf und twiste noch ein bisschen weiter. Kannst du dich ja nur weiter bewegen jetzt. Nimm deine Füße enger, bleib am Platz, rüttel und schüttel dich. Atme dann ein, streck dich. Jetzt spürst du den Vibrieren, oder? Im ganzen Körper. Mach dich lang, gähne nochmal, lohnt sich immer zu gähnen. Strecken, öffnen, Arme zurückziehen. Stolz und aufrecht, einatmen, ausatmen, lösen und jetzt kommt der Test, rechtes Bein heben. Und? Jetzt müsstest du ganz fest stehen, stabil. Jetzt kannst du entweder den Fuß fassen oder du nimmst den Handtuch, wickelst es hier rum und ziehst dein Bein nach hinten. Dehne nochmal vorne, spann dein Gesäß an, dann merkst du einen Hüftbeuger hier vorne. Seite wechseln, anderes Bein, Test. Schau mal, wie stabil du jetzt stehst. Und zurück, gut. Wir haben den Beckenboden aktiviert, wir haben tiefen Bauch- und Rückenmuskeln aktiviert und dadurch müsstest du richtig gut verwurzelt auf dem Boden stehen. Kann der Tag kommen, löse wieder auf, super. Lass die Schultern los, atme ein, zieh beide Schultern nach oben und mal aus und lass nochmal ganz bewusst nach unten ziehen. Einatmen, aus, ein, lass die Schultern tief sinken, atme aus und entspanne dich. Sehr schön, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du bist jetzt fit. Und vital für den Tag, für den Vormittag. Ich freue mich über ein Gefällt mir, ich freue mich über einen netten Kommentar von dir immer. Falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, natürlich freue ich mich da auch. Der Link ist unter dem Video, der heißt Steady, deine Unterstützung. Mit 2,50 Euro zum Beispiel könntest du mich da unterstützen im Monat. Du kannst auch ganz kostenfrei natürlich meinen Kanal abonnieren. Dann bekommst du immer mit, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube stelle. Wenn du die graue Glocke drückst und auf alle klickst. Ansonsten gerne einfach auf meinen Kanal schauen, da findest du dich bestimmt zurecht. Da habe ich in verschiedene Playlists meine Videos geordnet. Lade Freunde ein, sich mitzubewegen. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner finde ich. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Workout.